Die Schiedsrichter kommen jetzt hier gleich zu dem, in die Halle zu uns und dann laufen sie den Jojo-Test für Schiedsrichter. Den haben wir jetzt zusammen mit dem DHB entwickelt. Und das Ziel ist, dass sie unter zunehmender physischer Belastung Videotests absolvieren, um zu prüfen, ob ihre Entscheidungen darunter leiden oder nicht. Und ob die Entscheidungsqualität, also ob sie richtig entscheiden, vor allem sich verschlechtert unter der zunehmenden physischen Belastung. Sie laufen 20 Meter vor und zurück. Wir haben eine Startlinie, das wird alles gesteuert über ein Tonsignal. Und nach den 20 Metern kommt ein weiterer Beepton, ein Audiosignal, laufen zurück. Wir müssen immer die Zeitabstände auch einhalten. Und wenn Sie an der Startlinie ankommen, dann gehen Sie direkt zu den Tablets, starten das mit einem Fingertipp und absolvieren einen Videotest. Was zu sehen ist, ist auf jeden Fall, dass eine verbesserte Ausdauerleistungsfähigkeit definitiv die Schiedsrichterentscheidung stabilisiert und es nicht dazu kommt, dass sie deutlich schlechter entscheiden, vor allem unter hoher physischer Beanspruchung.